Das ist die offene Kinderbaustelle zu Buchs, gerade beim Bahnhof. Gerade beim Kompetenzzentrum Jugend von der Sozialen Dienst Werdenberg, wo diese Baustelle für Kinder und Jugendliche eben anbietet. 3 Wochen während der Herbstferien zugänglich für alle. Am Nachmittag um 1 fängt es einmal an. Am 3. Tag bin ich vorbeigegangen. Es gibt gleitende Arbeitszeit. Es sind noch nicht so viele Kinder da gewesen, aber immer mehr sind dann eingetrudelt. Und dann werden sehen, wie hier gekämmert und genagelt und geschraubt wird, wie man hier alles machen kann, was man vielleicht so daheim eben nicht machen kann. Sich selber proben, ob man handwerklich geschickt ist. Übrigens, Buben und Mädchen gleichermaßen, auch Frauen und Männer. Es ist etwa ausgeglichen. Also, was die Frauen betrifft, Mütter, da sind die eindeutig in der Überzahl. Aber bei den Kindern ist es vielleicht ungefähr etwa ein bisschen ausgeglichen und es ist wirklich spannend zum Zuschauen, mit wie viel Engagement das hier gewerkelt wird. Schaut doch einfach mal zu. Hoi, der Baumeister. Bob, der Baumeister. Ciao. Du, Markus, wie bist du auf die Idee gekommen? Ja, es ist nicht wirklich meine Idee. Wir haben das gesehen in Wattwil, machen sie das schon eine Weile, die Kinderbaustelle. Und von dort haben wir es eigentlich kopiert. Kann jeder daher kommen? Genau, das ist eine offene Kinderbaustelle, da kann jeder kommen. Es ist gratis, es ist schon egal, von wo das sie kommen. Natürlich vor allem Region Werdenberg, aber wir haben auch Liechtensteiner hier oder aus dem Sarganser Land. Und was ist das Ziel des Ganzen? Das Ziel ist, dass sich die Kinder selber betätigen können, dass sie merken, was sie erreichen können, wenn sie selber tätig würden, was sie bauen können, herstellen können und natürlich eine gute Beschäftigung in der Ferien. Du hast Sponsoren oder Holzbringer und alles Mögliche, gell? Genau, wir machen es das Jahr das zweite Mal und haben gemerkt, wir sind auf riesige Resonanz gestoßen, vor allem eben bei Material. Spenden und Sponsoren. Das ganze Holz haben wir bekommen. Wir haben Leute, die Brennholz uns gebracht haben. Sonst könnten wir es gerne nicht machen. Und weißt du, was aufgefallen ist? Ein Haufen Mütter, die helfen und das gut machen. Die Männer, also fehlen Gott sträflich. Ist richtig. Wir sind von den Betreuern her, haben wir Zivildienstleistende, die vom Bau vor allem sind. Und das ist gut, dass wir Männer haben. Aber heute haben wir auch wieder fast oder über 80 Kinder hier. Und dort sind wir die Sechsten, lange Zeit nicht. Und dann ist es uns eigentlich auch gleich, wenn nur ein paar Frauen helfend oder eben auch Väter. Sonst hätten wir lieber Baustelle vor allem nur für Kinder, aber es ist gerne nicht möglich bei dieser Anzahl, die wir jetzt hier haben.
Was mir auffällt, gell, ob Mädchen oder Buben packen beide an, das ist überhaupt nicht geschlechterorientiert, das handwerkliche Geschick. Genau, und dort machen wir auch keinen Unterschied. Sollen wirklich alle genau das gleiche machen können, spielt absolut keine Rolle. Du, daheim? Hilfst du daheim einmal jemand du oder die Alexandra? Daheim ist genau gleich. Arbeitet meine Frau mehr, sie arbeitet einen Stück mehr als ich. Im Haushalt bin ich der, der eigentlich mehr macht oder mehr sollte vor allem. Aber dort teilen wir es uns auch. Und die 3 Wochen Herbstferien bist du noch voll dran, alle 3 Wochen? Ich selber bin 2 Wochen voll dran, die nächste Woche bin ich ein bisschen weniger dran. Komme vielleicht mit dem eigenen Buben ein bisschen bauen. Aber eben, Koi bietet das 3 Wochen lang an, gell? Genau, wir machen es 3 Wochen lang. Wir haben nachher noch 2 Wochen, wo wir es verschulen, für Kindergärten. Die Schule Seevele ist sehr vorbildlich. Eine kommt, glaube ich, mit 5 Schulklassen und Kindergärten, die dann das Angebot nutzen kommt. Und während der Ferien sind es die 3 Wochen am Nachmittag, wo wir da sind. Du, jetzt mal ganz ehrlich, wir sind ja hier unter uns. Also, hättest du ein Kind gehabt, wenn sie hier bleiben in ihrer eigenen Hütte? Sie haben schon gefragt, ob sie übernachten können. Da. Und dann haben wir einfach gemerkt, ja, 4 Abend ist hier noch schön. Das wäre das nächste Jahr vielleicht noch zum Andenken. Genau, da könnten wir vielleicht eine Kooperation mit der Schule Seevele machen, wo wir so Übernachtungen noch anbieten könnten. Warum könnt ihr hierher? Was machen ihr da? Das ist mein übergroßes Baby. Wo habt ihr den Baum besetzt? Sirup! Ja, Baustellenarbeiten. Aha. Das übergroße Baby muss weg. Ist es streng hier zum Schaffen? Nein, das ist easy. Wir sind harte Typen hier. Ja, und ihr, was macht ihr? Rennen mit der Karetta? Ja! Hä? Was bauen ihr? Wir besitzen beide 3 Häuser, die Sirupbar. Das Haus, das längliche, mit der Brücke soll das rüber zu meinem Haus. Also ja, bei uns läuft Business und wir machen jetzt gerade die Brücke. Dann könnt ihr noch gar nicht mehr heim, oder in dem Haus? Nein, wir wohnen dann da. Also wir bleiben da? Ja. Okay, was sagen die Eltern? Nö, alles gut. Eine rechte Hilfe, so Kind, nicht? Das ist schön. Was bauen Sie da? Was meinst du? Ja, Sie sagen, es geht ein ganz grosses Haus. Da kannst du das Krebs dann rum, dann wohnen Sie da, ja, hä? Genau. Und da bist du lieb und dann können wir daheim umbauen. Ich will das ganze Haus umbauen. Wer will das Haus umbauen? Du? Ja. Hä? Das soll mal noch einer sagen. Frauen können nicht ändern, hä? Eben, gell? Machst du gern, gell? Ja, sicher. Eine halbe Lila immer da. Darfst du daheim nicht so? Wohl. Eben, hä? So, was gibt denn das? Blaue Daumen oder ein Haus? Eine Villa. Eine Villa? Gut, ja, jetzt. Ja. Reden mit der Mama, kannst du es gut? Ganz gut. Gell? Da könntest du, also, bist du froh, dass dir hilft, hä? Ja. Die hat da voll im Griff. Du. Oh, ist das dort ein Nagellack, das Brot, oder hast du drauf gehauen? Nagellack. Nagellack. Das geht immer. Gell? Also Schönheit und Schaffen, das widerspricht sich nicht, gell? Schmackssache. Du brauchst Hilfe von der Mama, gell? Ruf noch mal der Mama, sie soll noch mal kommen hier, hä? Ist sie gerade weggesprungen? Du machst es auch noch gerne, gell? So ein bisschen Hämmerle, nicht? Nein. Nicht? Aber das Mädchen schon, hey, hallo? Du hast es voll im Griff, dann kannst du es gut. Jetzt angefangen. Ja, ja. Eine Hand voll lang. Ja.
Was? So, was musst du da unterschreiben? Sie redet nur Englisch. Aha. What do you have to sign here? The first the name, then the last name and address and the birthday date and the phone number. Okay. Wir müssen alle hierher kommen, gell? Gell, wir müssen alle hierher kommen, hä? Ja. Was müssen Sie da machen? Sie müssen sich jeden anmelden. Warum denn? Dass wir ein bisschen Überblick haben, wie viele Kinder wir hier haben. Und dann setzt sich jeder einen Helm auf? Ja, genau. Zur Sicherheit? Genau. Scherz. Sind Sie das erste Mal hier? Nein, schon zweimal. Und, wo baust du so da? Wir helfen dir damit wahrscheinlich. Aha. Bauen wir ein Haus, damit ihr nicht mehr heim geht? Oder warum? Ja, wahrscheinlich schon. Du bist jetzt mit den Kindern hergekommen, gell? Ja. Machst du noch einen mit, oder? Sicher. Schlagen wir im Finger rein. Ja, das müssen aber aufgefallen, die Frauen. Nein, aber die Frauen sind echt gut. Also alle, die so sind, die machen es keinem schön, keinem gut, gell? Super. Ja. Ich auch. Ja, eben, siehst du? Gell? Also das heisst mit anderen Worten, das ist überhaupt keine Männerarbeit, das Bauen. Nein, gar nicht. Das sollte man irgendwie verändern. Richtig. Genau. Der einzige Mann, den ich bis jetzt gesehen habe, ja, ist er da. Und du probierst den Sohn zu motivieren, gell? Ja, jetzt kommt er, aber ich muss mit ihm einhämmern. Ah, ja, genau. Das ist schon recht. Das muss der Vater helfen. Dann müssen wir uns jetzt schon anmelden. Du hast ja schon mal einen Hammer in der Hand gehabt. Nein. Noch nie, gell? Ich habe einen Hammer in der Hand gehabt. Nein, ja. Chef, du tut die Mama daheim auch werken, oder? Nein. Weniger. Bist du der Handwerker? Du? Was bauen wir jetzt heute so? Was machst du? Wir wollen helfen. Aha. Bauen wir ein Haus oder was machen wir? Wir wollen einfach was einbauen. Aha. Dann helfen wir einfach mit. Gell, das ist schon ein bisschen dein Vorbild, und hier natürlich ein bisschen was, aber ein bisschen motiviert, nicht? Du bist denk daheim wie immer etwas am Werken, nicht? Ich? Ja. Ich glaube, sie haben es schon nicht gestohlen. Gell? Meine Vorstufe, ne? Wichtig, ja. Sicherheit geht immer vor allem. Das ist wirklich wahr, ja. Ja. Es kann bei ganz kleinen Sachen etwas passieren, gell? So, vorher haben wir gefragt, der Manuel, ob wir jetzt ein Haus bauen, dass wir noch nicht mehr heim müssen. Was sagst du dazu? Er hat ja gesagt. Ja, wir würden immer offen. Ja, wir sind offen für neue Sachen. Es wird immer nur schöner. Also, wenn es wasserdicht ist, übernachten wir da mal. He? Ja, das ist eine Idee. Genau. Kann man noch ein bisschen mitgestalten. Und weg ist, machst du da mit? Schlagst du auch ein paar Nägel ein? Mal. Aha. Machen wir. Aber jetzt muss ich erstmal einen Kaffee haben, so statt Mittagspause. Wie lange sind wir schon dran da? Wie viele Tage bist du schon dran da? Heute oder gestern schon? Oder? Vorgestern. Aha. Wo meinst du, wenn wird es etwa fertig? Ich glaube so. Aha, okay. Dann muss das Wasser dicht sein, sonst könnt ihr nicht dahin wohnen, gell?
Ihr habt sicher längst gemerkt, dass emsige Treiber, das hängt eben damit zusammen, dass Holz geliefert worden ist. Die im grünen Schild die passen auf und sagen nicht springen. Es ist wirklich gar nicht so einfach, mit 80 Kindern das alles in der Hand zu haben, zu helfen und eben zu schauen, dass auch die Sicherheit gewährleistet ist. Es ist harte Arbeit, während 3 Wochen Herbstferien. Die Jugendlichen aber, die geniessen es. Du sagst auch mal immer nicht springen, gell? Nichts, nichts, gell? Ja, ja, wohl, ich glaube schon. He? Du, ist ein strenger Job da. Ja, schon streng, ja. Aber brauchen viel Zuneigung, die Kinder. Ja, aber sie sind voll motiviert, gell? Die sind sehr motiviert, ja. Obwohl, da hat man jetzt gesehen, neues Holz. Ist besser als Schocke, habe ich gehört. Ja, jetzt so. Hey, Adriano, bist jetzt ausgezogen daheim? Baust du da ein Haus? Nein. Nicht? Aber gibt schon etwas, was machst du genau? Ja, das grosse Haus auf dem Balkon. Hoi, 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 hoi. Ja, gell, du bist so von daheim, hast du ein bisschen gewöhnt zum Werken und Arbeiten, ja? Ja, dann geh jetzt, sag dir. Dann mach vorwärts, es kommt so direkt vorher. Bleibt dem nichts spart, gell? Am Morgen vor dem 6 Uhr aufgestanden und jetzt sind wir noch dran, he? Genau. Jetzt hat mein Finger getroffen, also, du musst ihn auch noch treffen. Ja, aber du, jetzt mal ehrlich, er macht schon ganz gut, gell? Ja, genau. Ich habe zufällig ein Weissgab vorher gelesen, aber am Laufen war. Dann habe ich gesagt, ich gehe schauen. So. Ja, das hast du jetzt super hingekriegt. Zuerst hätte er nicht wollen. Ja, genau. Jetzt, ja. Dann kommt er wahrscheinlich nicht mehr weg. Genau. Wir haben uns zuerst alle gerade her. Was muss ich machen mit dem Hotel? Macht Spass? Ja, oder? Macht Spass. Ja, und dir auch? Ja, ja, sicher. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Das sind vor allem Frauen, gell? Kaum auch Männer, he? Ja, ja, vielleicht, weil wir frei haben. Ich weiß es nicht. Wie geht denn da? Da hat es noch ein Magnet. Aha. Jetzt musst du alle Schrauben zusammen sammeln. Hier, ja. Nein! 10! 15! Das ist echt!
So jetzt, wie geht's weiter da? Gut. Wer ist Chefin? Nein, ich. Sarah, Zila, wer ist Chefin? Ich. Du, Zila. Ich bin Zila und sie. Ich bin der Chef von der Tour. Ich bin Sarah und sie, Zila, wahrscheinlich. Ja. Wir kommen direkt her, um unsere Buch zu fertig machen. Ja. Ja, und jetzt, wohin geht's? Oh.